Du hättest hier nicht aufkreuzen müssen. Sah mir schon danach aus, als ob ihr meine Hilfe braucht. Nun gut, wir sichern das Gebiet. Caslo ist oben mit Antanas. Sie erwarten deinen Bericht. Ich bin auf dem Weg. Ich kann nicht fassen, dass er all diese Dämonen alleine getötet hat. Psst, da kommt er. Ich habe schon viel Sch... Es gibt eine Ketzerei, die nie vergeben werden kann. Und das ist, sich gegen den wahren Gott aufzulehnen. Diese Sünde ist ihn. Ich kann nicht fassen, dass er all diese Dämonen alleine getötet hat. Ich verfluche den... Ich verfluche den Moment, wo wir... Du da! Was hat dein Verbrecher hier zu suchen? Was läufst du hier frei rum? Ihr seid wohl neu hier. Wir sind gerade angekommen.
Wir haben das Signalfeuer gesehen und wollten helfen. Alle beide? Verdammtes Signalfeuer! Hätten wir es nicht beachtet, wären unsere Männer noch am Leben. Dass er all diese Dämonen... Wie ich sehe, habt ihr es geschafft. Danke nochmals für die Rettung. Ich muss euch um einen weiteren Gefallen bitten, falls ihr Zeit habt. Worum geht es? Mein Laboratorium befindet sich in einem der Türme draußen. Solange all diese Rogar herumwandern, komme ich doch nicht hin. Und ich soll den Weg für dich freimachen. Genau. Ich kann mein Laboratorium nicht mit Ungeheuern teilen. Nur mit denen, die ich retten will. Ich sehe es mir an. Danke. Sagt mir Bescheid, wenn mein Laboratorium sicher ist. Der Krieg ist gewonnen. Heute wird Geschichte geschrieben. Menschen haben einen Gott getötet. Adir wird sich nicht mehr an unserem Schicksal zu schaffen machen. Seine Priester, ihres Götzen beraubt, sind in die Schatten verschwunden. Wie Schaben, wenn man einen Stein aufhebt. Nun liegt es an uns, ihnen mit eben diesen Steinen die Köpfe einzuschlagen. Unsere Zeit ist gekommen. Nicht nur ein Mythos, Ingvar. Es gibt sie wirklich. Ich habe sie selbst gesehen. Letzte Woche brachte Antanas sie im Schutze der Dunkelheit ins Kloster und erlaubte keinem von uns, sie auch nur zu berühren. Das müssen die Schriften sein, von denen wir so oft gesprochen haben. Die Schlüssel... So schnell groß. Ich habe seine ersten Worte gehört und er hat bereits zu laufen begonnen. Es erfreut ihn. Er lacht bei jedem Schritt. Es schmerzt mich, in seine Augen zu sehen. Denn es sind die seiner Mutter. Bisweilen habe ich das Gefühl, dass sie immer noch hier ist. In ihm und mich ansieht. Doch das ist nur meine Einbildung. Sie ist fort. Sie wurde mir von einem Bösen genommen, das in dieser Welt keinen Platz mehr haben wird. Dafür werde ich sorgen. Wie ist es dir ergangen? Wir werden keine Herrscher mehr zu sehen bekommen. Ausgezeichnet. Die Rogar greifen uns aber immer noch an. Solange es keine Herrscher sind, haben wir noch eine Chance. Antanas ist in Sicherheit. Unsere Aufgabe ist erfüllt. Ich will jetzt mit ihm sprechen. Noch nicht. Es gibt noch mehr zu tun. Wir treffen uns unten im Planetarium. Warum können wir nicht jetzt reden? Antanas wird dir im Planetarium seinen Plan enthüllen. Dort ist der richtige Ort dafür. Wir treffen uns unten, sobald es sicher ist.